Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute geht's um die berühmte Frage, wie viel Dezibel mehr ist eigentlich doppelt so laut? Keine Ahnung? Dann dranbleiben. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Mixpraxis und ja, mea culpa, manchmal erzähle ich auch Unsinn. Im Eifer des Gefechtes eines Tutorials rutscht mir schon mal was raus und ich habe doch tatsächlich neulich gesagt, ich drehe was 3 dB rein und dann ist es doppelt so laut. Aber zum Glück gibt es ja euch da draußen, die mir auch ein bisschen auf den Mund schauen und auf die Finger schauen und Johannes Bierwirt hat mich darauf hingewiesen, dass das Unsinn ist und er hat natürlich recht, 3 Dezibel ist nicht doppelt so laut. Aber was ist denn jetzt genau doppelt so laut und was ist damit gemeint, wenn etwas doppelt so laut ist oder doppelt so laut empfunden wird? Keine Ahnung. Ich habe neulich ein Interview geführt mit Steffen Körper. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder ganz zu Ende gesehen habe, 30 Minuten mit Steffen Körper, ein studierter Akustikingenieur. Und wenn der es nicht weiß, dann wer soll es denn dann wissen? Ich habe Steffen also gefragt, wie viel dB ist doppelt so laut? Die berühmte Frage. Also ich habe neulich erzählt, wenn man 3 dB drauflegt, dann ist es doppelt so laut. Das ist falsch. Wann ist die wahrgenommene Lautstärke doppelt so laut? Genau, das wäre zu unterscheiden. Es gibt ja eben da auch dann die wahrgenommene Lautstärke. Wirkungstests zeigen eigentlich, dass die wahrgenommene Lautstärke eigentlich bei 10 dB liegt. Das heißt, du, ich, der statistische Durchschnittsbürger, empfindet ein Geräusch als doppelt so laut, wenn es mehr als 10 dB oder um 10 dB lauter wird. Ja, was aber nicht bedeutet, dass ich die doppelte Energie dafür brauche, um 10 dB draufzulegen. Genau. Wenn ich jetzt von einer Schallquelle auf zwei Schallquellen umschalte, eine genau identische Schallquelle nebendran stelle, wird mein Signal aber um 3 dB lauter. Ich glaube, ich werde schon fast wieder raus. Also wenn du einfach die gleiche Energie von der Box nochmal, genau, also die zwei Energie Boxen, verdoppelt, 3 dB lauter, bin 3 dB lauter. Aber unser Gehör nimmt das nicht als doppelt so laut wahr. Okay. Deswegen kannst du auch eine vierte und eine fünfte Box lauter zustellen. Wir empfinden es nicht als doppelt so laut. Es wird lauter, es wird auch merklich lauter, hörbar lauter, aber es ist nicht doppelt so laut. Das heißt, also den Selbsttest kann man ja auch mal machen, wenn man einfach Mischpult einfach mal eine Box rausnimmt. Ist es ja nicht halb so laut. Ist es nicht halb so laut. Ja, also, und das heißt aber, wenn ich jetzt am Equalizer, sagen wir mal, 3 dB reindrehe, sind diese 2 Kilohertz, die ich jetzt mal angepackt habe, jetzt nicht doppelt so laut? Ist nicht doppelt so laut. Doppelt so laut, wenn wir über Wirkungen sprechen, also wie empfinde ich das, dann wären doppelt so laut wirklich 10 dB. Da kannst du sagen, okay, jetzt mache ich es doppelt so laut im Mix, das wäre das. Aber ich bräuchte, um 3 dB zu erreichen, die doppelte Energie. Genau. Das ist sehr verwirrend, aber übrig bleibt auf jeden Fall, doppelt so laut wahrgenommen ist 10 dB mehr. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ne? Okay, alle Klarheiten beseitigt. Ich gebe zu, ich war am Schluss auch ein kleines bisschen raus, aber übrig bleibt einfach, wenn es doppelt so laut sein soll, dann muss es 10 dB lauter gemacht werden. So einfach ist es im Prinzip. Naja, wenn du es nochmal nachlesen möchtest, schau doch einfach mal auf meinem Blog nach. Unter recordingblog.com wird alles nochmal runtergeschrieben, auch wissenschaftlich korrekt runtergeschrieben. Da kann man es dann auch immer wieder nachlesen. Und falls du dich dafür interessierst, was Steffen sonst noch so zu erzählen hatte, nämlich im Rahmen von Akustikoptimierung von Studios, kleinen Studios oder ob man besser laut oder leise abhören sollte und wie es um seine Musik bestellt ist, denn er ist ja nicht nur Akustikingenieur, sondern auch Musiker. Das findest du alles in dem Interview mit Steffen Körper im Rahmen meiner Reihe 30 Minuten mit. Gibt es auch noch andere Interviews? Guck einfach mal in die Playlist rein, da gibt es die ganzen anderen Interviews auch nochmal. Und wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Mit einem Abo bleibst du auf dem Laufenden, wie es auch nächste Woche weitergeht. Und da gibt es diese kleine Glocke bei dem Abonnement. Wenn du die drückst, dann kriegst du sogar einen Hinweis darauf, wenn ich ein neues Video rausbringe oder vielleicht sogar live wieder online mische. Kann ja auch mal wieder passieren. Und wenn du magst, sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe im Rahmen des Recording-Blogs. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.